Das sind ganz besondere Sommerplaudereien, wofür wir uns mit Ihnen verabredet haben. Denn es hat noch nie mit Alphornbläsern angefangen, das haben wir gerade schon hören dürfen. Wir waren noch nie auf so einem Nagelflugstein gesessen. Und jetzt sind Sie gar kein Urbayer. Sie sind jetzt hier in Balderschwang, im letzten Eck von Bayern, sind aber eigentlich aus Rheinland-Pfalz und sind so richtig Reingeschmeckter, so ein Zugreister. Wie haben Sie denn hier den Anschluss gefunden? Wie sind Sie überhaupt hergekommen? Ja, spannende Geschichte. Erstmal herzlich willkommen hier in Balderschwang, in diesem schönen Ort auf über 1000 Meter Höhe. Und wie Sie schon sagen, hier in dieser wunderschönen Natur. Ich darf also hier wirklich wohnen, wo Menschen Urlaub machen. Und das freut mich also sehr. Wie bin ich hierher gekommen? Ist eine längere Geschichte. Jedenfalls war für uns immer mal klar gewesen, für meine Frau und mich, uns zieht es entweder an die Nordsee, also in den Norden, oder in die Berge. Und wenn irgendwann der Wind günstig ist, dann machen wir das. Und so haben wir das umgesetzt, ganz grob gesagt, den Koffer gepackt, im wahrsten Wortsinne, und sind hierher gereist und freuen uns, hier zu sein. Und wie sind wir angekommen hier und wie wurden wir aufgenommen? Da kann ich nur sagen, herzlich. Wir sind wirklich herzlich aufgenommen worden. Wir haben uns eingebracht in den Ort. Ich darf mit Alphorn spielen bei meinen Alphorn-Kollegen. Das ist für mich eine ganz große Ehre und auch direkt eine große Freude. Und das ist auch was Besonderes und das hilft auch, immer weiter hineinzukommen und anzukommen. Klar, Musik verbindet ja eigentlich immer die Menschen und Musik war Ihnen von Anfang an in Ihrem Leben ja nicht fremd. Also Sie sind ja wirklich, ich sag mal, ein geborener Musiker und ein Musikfreund. Sie haben, das haben Sie mir mal erzählt, Sie haben schon mit 12 Jahren in Ihrer damaligen Pfarrei Orgel gespielt. Ist das nicht wahnsinnig früh und sehr ungewöhnlich? Ja, ob es ungewöhnlich ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls habe ich schon sehr früh mit dem Orgelunterricht begonnen. Orgelmusik hat mich schon seit jeher fasziniert. Meine Eltern haben das erkannt und haben dann einen Orgellehrer organisiert. Und der hat mir dann so ein bisschen Orgelspielen beigebracht und es ist dann immer weiter gewachsen und gewachsen. Und ich durfte dann in der Kirche in der Tat Orgelspielen üben, weil die Pfeifenorgel war für mich das Instrument. Also so eine Tanzorgel, das kam für mich irgendwie nicht in Frage. Und der damalige Pfarrer hat das ebenfalls auch erkannt und hat gesagt, am nächsten Donnerstag, das war dann immer die Werktagsmesse, kommst du in diese Kirche und spielst die Orgel. Und damit war es gesetzt. Und somit bin ich dann noch mehr hineingewachsen in das Orgelspiel, aber auch dann in die Begleitung der Heiligen Messe durch diesen Pfarrer, der das erkannt hat und mich unbedingt dort haben wollte als Organist. Ja, und die Anfänge kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Da ging auch mal was schief, aber ich glaube, das ist auch ganz normal mit 12 Jahren, wenn man als 12-jähriger Bub an so einem Instrument sitzt. Und dann ist das immer weiter gewachsen und ja, es macht mir große Freude, auch heute noch Orgel zu spielen. Sie haben ja trotzdem noch was Ordentliches gelernt, auch in Ihrem Leben, und zwar Großhandelskaufmann haben Sie gelernt. Wie kam das dann eigentlich? Oder, und Sie waren dann, das füge ich gleich nochmal an, Sie waren ja dann auch nochmal hauptberuflicher Kirchenmusiker. Was kam zuerst und warum? Wir hatten ein Lebensmittelgeschäft zu Hause und da lag es sehr nahe, dass man auch in diesem kaufmännischen Bereich, der in unserer Familie schon viele, viele, zig Jahrzehnte Tradition hat, auch dann in diese Fußstapfen steige. Von daher lag es nahe, Großhandelskaufmann im In- und Außenhandel zu lernen. Sozusagen, wie Sie schon richtig bemerkt haben, und das haben meine Eltern mir auch schon oft gesagt, etwas Ordentliches zu lernen als Großhandelskaufmann. Es hat mir sehr viel gebracht. Ich habe sehr viele unterschiedliche Menschen auch international durch den großen Außenhandel kennengelernt, anders denken gelernt, aber dennoch hat mich was bewegt, weiter in der Richtung Musik. Ich wollte es einfach nie aufgeben. Und habe also dann das intensiver lernen dürfen und auch noch ein Stück Theologie kam dazu. Und insofern war das eine ganz gute Kombination, auch Musik und auch das Kaufmännische, man lernt ja auch immer weiter, miteinander zu vereinbaren. Und selbst das hat irgendwie noch nicht gereicht, um Ihren ganzen langen Tag auszufüllen. Sie haben dann relativ früh im Leben schon, also noch nicht hier in Bayern, sondern damals noch in Rheinland-Pfalz gesagt, ich möchte noch mithelfen, ich möchte den Menschen helfen. Sie haben im Kinderhospiz ehrenamtlich mitgearbeitet. Das war ja sicher auch nicht einfach. Ja, in der Tat. Ich war zunächst hauptberuflicher Kirchenmusiker in einer Pfarrei und war dort sehr eingespannt, aber mir war es halt auch wichtig, Menschen irgendwie zu unterstützen und zu helfen. Das ist so ein Urbedürfnis von mir gewesen. Und da bin ich aufmerksam geworden auf eine Zeitungsannonce von einem Kinderhospiz, die um Helfer, kann man ruhig sagen, geworben haben. Ja? Und habe mich dort vorgestellt und in der wenigen freien Zeit, meistens dann am Abend bis in die Nacht hinein oder dann auch nachts bis am nächsten frühen Morgen, habe ich die Zeit aufgebracht und habe dann dort geholfen. Tische gedeckt, abgeräumt, Händchen gehalten, vielleicht sogar Tränen getrocknet und manchmal auch Augen geschlossen. Das sind also solche Aufgaben, die dazu gehören, die auch sehr prägsam sind für das Leben. Also ich kann es auch jedem nur empfehlen, auch mal in diesen Bereich hineinzuschauen, wie dort gearbeitet wird. Eine ganz wunderbare Arbeit geschieht dort.
wie man Menschen, in diesem Fall waren es Kinder gewesen, auf dem letzten Lebensweg noch ein lebenswertes Leben versucht zu machen. War das dann, ich sag mal, ein weiterer Punkt, der Sie irgendwann auch dazu gebracht hat, zu sagen, jetzt möchte ich auch noch zusätzlich Theologie studieren? Das war dann irgendwie so ergänzend, irgendwie in der Pfarrei tätig, Kirchenmusik gemacht, im Kinderhospiz geholfen. War das dann so der Punkt zu sagen, ich will Theologie studieren, ich will Diakon werden, ich will wirklich in der Kirche, für die Kirche arbeiten? Ja, ich habe die Kirche ja sehr nah kennengelernt durch meine berufliche Tätigkeit und auch in der Arbeit im Hospiz. Stellt sich auch die Frage auch ganz automatisch nach Gott und nach Kirche und so weiter. Das sind so Fragen, die dann aufkommen, um es mal ganz sachlich auch zu sagen. Aber in mir ist in der Tat dadurch der Ruf gereift. Man muss sich das so vorstellen, es ruft plötzlich jemand, werd doch mal Diakon oder denk doch drüber nach. So kann man sich das irgendwie vorstellen, aber das tut man dann zunächst mal in die eine Ecke und sagt, das kann nicht sein und es gibt doch so viel Wichtigeres und so weiter und so fort. Aber durch diese Arbeit, das hat mir Einblicke verschafft, die vielleicht nicht viele Menschen bekommen. Auch Einblicke in mein eigenes Glaubensbild. Und das hat also wirklich dazu geführt, dass ich diesen Weg des Diakons eingeschlagen bin. Es müssen natürlich dann ganz viele andere auch entscheiden, ob man fähig und würdig ist, wie es in der Weiheliturgie dann auch heißt. Aber ich zumindest konnte dann ab da für mich sagen, das kann ein Weg sein. Und dann geht es natürlich weiter mit Ausbildung und Prüfungen und ja, allem Möglichen, was noch dazu gehört. Und die Familie muss ja auch mitziehen. Die Familie muss klar mitziehen, da bin ich auch sehr, sehr froh. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass sich meine Familie, damals noch eine sehr kleine Familie, also wir waren verheiratet, auch ziehen gelassen hatte, abends später noch in dieses Hospiz, was es jetzt heutzutage leider nicht mehr gibt. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich auch das machen konnte, weil sie auch gemerkt hat, es tut mir gut, dort zu sein. Jetzt sind Sie hier in Balderschwang gelandet. Das ist wirklich, ich meine, hier gibt es nicht mehr viel Ablenkung. Das ist ein sehr kleiner Ort. Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten? An was haben Sie Spaß? Ach ja, also wenn ich nicht arbeite, ich lese natürlich ganz gerne und das tägliche Studium gehört dazu. Aber auch so ganz handwerklich, ja, also ich backe gerne Brot. Mhm. Das ist was ganz Besonderes. Sie haben sogar einen richtigen Brotbackofen, also einen Steinbackofen? Ich habe einen Steinbackofen, einen richtigen Brotbackofen, ganz richtig, der mit Holz beheizt wird und man backt dort Brot wie vor, keine Ahnung, 50 Jahren. Und das ist auch eine ganz besondere Geschichte. Ich hatte im Kirchenchor ein alter Herr, der war Bäckermeister. Und da habe ich auch schon in der Tat Brot gebacken, allerdings so, wie man es halt so dann macht, wenn man anfängt. Und er hat gesagt, bring mir mal so ein Brot mit. Er hat sehr wortkarg, war er gewesen. Ich habe ihm ein Brot mitgebracht. Er bricht es so auf, hält die Nase dran, schaut rein und sagt, ich muss dir da mal was erklären. Und dann über die Wochen hinweg trafen wir uns dann immer zu speziellen Terminen. Er sehr wortkarg und ich stand dann neben ihm wie ein kleiner Auszubildender. Und er brachte mir bei, auf was man achten muss, wie sich der Teig anhören muss. Er war schon über 90 Jahre. Wie sich der Teig anhören muss, wie er sich anfühlen muss, wie lang die Stehzeit ist, wie lange er geknetet werden muss, was alles reingehört und was nicht und so weiter. Und brachte mir dann so, wirklich wie so einem Lehrling, die Handgriffe bei. Da bin ich sehr, sehr froh und stolz drauf, dass er das getan hat. Ja. Und eines Tages hat er gesagt, ja, wir treffen uns dann, was weiß ich, am Mittwoch, dann morgens früh um 6 Uhr bei mir zu Hause. Der wohnte in der alten Bäckerei und jedenfalls war von der Bäckerei von außen nichts mehr zu sehen. Allerdings die Backstube stand noch und darin auch sein alter Holzbackofen. Und ich kam genau um 6:01, ich weiß es noch ganz genau, in diese Backstube hinein. Er im Bäckerkluft, der 90-Jährige, der Backofen war an und er sagte nur, Teig machen, 70% Roggenmehl, 30% Weizenmehl und so weiter. Das war alles, was er gesagt hat. Ja. Und er stand daneben, hat nur geguckt und das Brot ist dann, ging dann und nach der Zeit ist es dann gebacken und wir haben es dann in den Ofen gemacht und raus, er hat gar nichts gesprochen, gar nichts. Und dann hat er gesagt, nur gut, das war's jetzt. Das war die Meisterprüfung. Das war echt, das war die Gesellenprüfung, ja. Aber Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man also nichts gesagt bekommt, das machst du gut oder hier will ich was anders machen, sondern er hat nichts, er stand da nur, der alte Lehrherr, und hat mir das Brotbacken dementsprechend beigebracht und dort dann ja, die imaginäre Prüfung abgenommen. Ja. Okay. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt und so backe ich jetzt halt auch noch heute mit uralten Brotrezepten das Brot
für unsere Familie. Das ist ein sehr besonderes Hobby, das nicht viele Menschen haben, denke ich, und auch nicht dann so professionell betreiben können. Hat Ihnen auch jemand beigebracht, wie man alte Kirchturmuhren repariert, oder haben Sie sich das selber beigebracht? Das tun Sie nämlich auch, ja, das ja. weiß. Ja, ja, schon. Also so Großuhren, also eine Uhr ist ja sowas Besonderes. Ja? Wie die Zeit vergeht, so vergeht auch der Mensch, kann man sagen. Ja? Und also eine Uhr zeigt halt schon irgendwie eine Zeit an, die immer für sich auch steht. Und ich hatte das große Glück, mich mit Uhren zu befassen, als Kind auch schon, weil mich ganz einfach die Technik sehr interessiert hat. Das ist jetzt mein ganz anderer Bereich von mir. Und das große Glück war, dass ich so eine große Kirchturmuhr von 1934 bekommen durfte. Ein Freischwinger. Die Fachleute unter den Zuschauern wissen genau, was ich meine. Ich weiß es nicht. Ja, muss, ist auch egal. Es macht auch nichts. Das ist ja dann schon sehr speziell. Und die war also in einem Kirchturm drin. Die Tauben haben drin genistet und also total verdreckt, versaut, und man konnte gar nicht mehr erkennen, dass das überhaupt eine Uhr ist. Und die habe ich dann ausgebaut, aufgearbeitet, und die steht restauriert und die steht jetzt bei mir und schlägt die Zeit und die Stunde sozusagen. Wunderbar. Ja. Wenn wir hier so sitzen und wir stellen uns einen Sommertag vor, es ist kein richtiger Sommertag heute im Allgäu, aber so ist ja auch der ganze Sommer dieses Jahr irgendwie. Also wenn Sie sich einen schönen Sommertag vorstellen mit blauem Himmel, Sonnenschein und warm, welche drei Dinge gehören da dazu? Also als erstes gehört für mich natürlich das Gebet dazu. Das ist was ganz Wesentliches, weil so ein schöner Sommertag, der auch das Herz berührt, ist nicht selbstverständlich. Dann gehört auch schöne Musik dazu, Alphornmusik oder auch Orgelmusik. Das komplementiert den Tag. Und als drittes gehört für mich dazu auch ein gutes Essen. Das macht auch immer Freude. Dann bedanke ich mich heute ganz herzlich für das Gespräch. Die gute Musik hatten wir ja heute auch schon. Vielen Dank auch dafür, auch an Ihre Jungs, die mit Ihnen gespielt haben. Gerne. Es war ein wunderbares Gespräch hier bei unseren Sommerplaudereien. Gerne. Alles Gute auch für Sie. Dankeschön.